Das ZSC1 TV Update wird präsentiert vom Hotel Meiringen, das moderne, gediegene Hotel mit den persönlichen Noten im Herz der Schweiz. Das Lions zeigen den Meister. Gerade mit 6:0 schlägt der SC Bern in einem sehr speziellen Spiel in der Retro-Libre zur Erinnerung an die Aufstiegsmannschaft vor 25 Jahren. Und wer damals auch ganz nahe beim ZSC mit dabei war für Radio 24, ist die Sportreporter-Legende Walter Scheibli. Was für Erinnerungen, Walti, hast du an die Saison 88-89, wo der ZSC zum letzten Mal in die Nazi A ist aufgestiegen? Speziell natürlich an den Match, den entscheidenden am letzten. Da ist darum gegangen, ZSC gegen Davos. Davos damals noch der Nationalliga A. Und der ZSC hat 7:2 gewonnen, Bruno Vollmer, 3 Reimer geschossen und einer Sitzka. Er ist heute auch dabei gewesen. 25 Jahre später, Walti, bist immer noch ganz nah an der Mannschaft mit dabei. Was hat sich geändert? Was ist so das, was du würdest sagen, ist heute völlig anders wie damals? Hockey ist natürlich viel schneller geworden. Es ist von der Ausrüstung her auch anders. Man ist besser geschützt. Man kann härter aufeinander spielen. Früher ohne Kopfschutz, ohne Panzerschutz und so weiter sind natürlich die lange nicht so intensiv aufeinander losgegangen. Ganz ein grosser Match war heute, das 6:0, Walti. Was hast du das Gefühl? Was kann die Mannschaft reissen dieses Jahr? Ja, die Mannschaft gehört an die Schweiz. Die ist ja gut besetzt. Darum sieht man auch, eigentlich die Schweizer Spieler fallen gar nicht ab. Sind ebenso stark wie die Ausländer. Das heisst nicht, dass die Ausländer beim ZSC schwach wären. Aber Zürcher, die Schweizer sind einfach gut. Radio 24, Sportreporter-Legende Walter Scheibli. Ihr habt gewotet heute. Ihr möchtet den Captain Matthias Seger im Interview hören. Mit ihm reden wir. Und auch mit dem Moritz Draxler haben wir geredet. Er, der nach langer Verletzung wieder dabei war und heute sogar getroffen hat. Moritz Draxler, ganz herzliche Gratulation. Also Meister, haben wir den Meister gezeigt. Heute war ein riesen Match von uns. Ja, stimmt. Sicher gut gelaufen. Ich glaube, im ersten Drittel 2-0-Führung war sicher wichtig. Und nachher, ich glaube, im zweiten Drittel ist der Lucky gut im Spiel gehabt. Sie haben zwei, drei doch gute Chancen gehabt. Und dann noch können die Führung sogar noch ausbauen. Und das war sicher ein Knackpunkt auch für die Berner. Du selber hast eine Verletzung hinter mit der Schulter. Keine einfache Sache gewesen. Hast du mal probiert, gegen Davos ist noch nicht gegangen. Heute ein ganzes Match. Wie fühlt es sich so? Ja, es ist besser. Eben, es war auch gut, dass ich noch ein bisschen mehr Zeit hatte. Weil vorher war es wirklich noch recht instabil und alles. Und, ja, eben, es ist eine Verletzung, die spürst du jetzt eine Zeit lang, aber ich fühle mich jetzt doch deutlich besser. Und Zuversicht, jetzt mal das erste Spiel richtig gut überstanden und das ist sicher gut. Ja, ja, und auch gerade getroffen, das war ein wichtiges Goal gewesen, der Shorthander. Ja, genau. Jetzt ist vielleicht auch ein bisschen Dusel dabei gewesen, dass ich dort nur 1 gegen 1 gekommen bin. Und, aber es tut sicher auch gut. Und eben, es ist, glaube ich, noch wichtig gewesen, in dieser Situation, wo sie im Powerplay sind, hätte ich sicher nachher 2-0 ein bisschen im Vorsprung können verschaffen. Wie haben das Publikum erlebt heute? Es war ja eine riesige Stimmung in diesem Retro-Spiel, über 11'000 Leute. Ja, nein, sicher lässig gewesen. Es ist nicht immer, eben einfach in den Playoffs ist es meistens so voll. Und sicher schön gewesen mit so vielen Leuten. Und ich glaube, wir haben uns gegenseitig können anführen, von mir ins Publikum und umgekehrt, in der entscheidenden Phase. Und sicher lässig, es ist lässiger so zu spielen, wenn es wirklich volles Haus ist, als wenn irgendwie nur 7-8'000 drin sind. Ja. Und die Libri haben auch Glück gebracht. Packen die jetzt wieder aus fürs nächste Spiel? Ja, ich würde sagen, die Stunde ist, glaube ich, ziemlich gut. Und nein, es war eine Top-Aktion gewesen. Und sicher lässig. Ich glaube, auch für die Zuschauer war es schön gewesen, wieder mal die alten ZSC-Libri uns zu sehen. Ja. Matthias Seger, Captain von der ZSC Lions, im Retro-Look mit Brille. Also das heute war ja ein Riesenmatch gewesen. Ja, wir haben unglaublich gespielt. Der Mühren hat hinten wirklich den Kasten zu. Also, es hat super gehalten, wie er immer gehalten hat. Es ist unglaublich. Es war ein grossartiges Spiel. Ich glaube, hinten in der Feitsch und der Grote haben einfach die haben keine Chance gehabt, die Olterner. Und vorne, ich meine, der Bruno Vollmer, wie der gespielt hat, das ist unglaublich. Ich meine, die Geschwindigkeit, die er hat, ich meine, die Eleganz, es ist einfach ein Traum, zu ihm zuschauen. Und ich bin wirklich einfach stolz, dass ich ein Teil von diesem Aufstiegsteam sein kann. Aber ihr auch in diesem Stadion, könnt ihr überhaupt noch spielen? So? Ja, ich weiß, wir müssen schon mal mit unseren Fans reden. Ich glaube, es ist wieder so viel geraucht worden. Also ich als Nichtraucher, meine Lunge hat mir da extrem wehtun. Ich glaube, für den Bruno Vollmer war es natürlich super gewesen. Ich meine, der raucht und natürlich auch der Meier, die raucht natürlich so stark, sind Kettenraucher. Für die ist das ein Heimvorteil. Aber ich denke, für uns jungen Spieler ist das relativ schwierig. Und ich denke, es wäre schon schön, wenn es nicht mal ein Rauchverbot gäbe, hier in diesem Stadion.
Und die nächsten Ziele jetzt nach dem Aufstieg, denken wir schon am Meistertitel? Ja, ist natürlich genial. Ich meine, ist einfach genial. Ich freue mich auf die nächste Saison hier in der Nationalmannschaft zu spielen. Ich weiß nicht genau, wie das Niveau ist, aber ich denke, wir haben eine grossartige Saison gezeigt. Ich bin natürlich froh, dass der Hansi Hohle ja, ein Utzwiler natürlich, ein grosser Ostschweizer Risikospieler, dass er hoffentlich bleibt. Ich denke, wenn uns niemand den Bruno Vollmer abwerbt, dann haben wir eine Chance nächstes Jahr in der Nationalmannschaft. Danke vielmals.